Hallöchen Leute, hier ist wieder euer Deagle. Herzlich willkommen zu einem neuen Bildvideo zu The Elder Scrolls Online. Im heutigen Video möchte ich euch meinen Marker-Templar-Healer-Bild für Dungeons und Trials vorstellen. Für das Clockwork City Update, ich habe früher ja als Main-Healer gespielt auf der Playstation mit meiner PvE-Progress-Gilde für Raids und habe dann auch ein bisschen in Homestead hier geheilt und dann die beiden Patches darauf dann im Grunde dann nicht mehr, weil ich meinen Marker-Templar zu einem Stamina-Templar gemacht hatte zum Morrowind-Update. Und ja, jetzt habe ich mir wieder einen Marker-Templar erstellt, um zu heilen. Möchte euch jetzt hier dann kurz vorstellen, mit welchen Setups ich laufe und dann vor allen Dingen auch nochmal ein bisschen mehr betonen, welche Trades ich nutze, welche Trades am effektivsten sind und welche Verzauberungen und so weiter, weil ich da immer wieder gefragt worden bin, was ich denn da so benutze. Zum einen muss ich jetzt erstmal mein Setup anpassen. Stat-technisch sieht das nämlich zum Beispiel gerade so aus. Ich bin Hochelf, ich kriege dadurch 10% mehr Marka und 9% mehr Marka Regeneration. Ich habe 17.000, etwa 100 Leben. Ich hätte etwas mehr, wenn ich richtige Trades hätte. Also ihr müsst wissen, ich bin hauptsächlich DD. Den Heiler spiele ich quasi nebenbei. Wenn Heiler bei uns fehlen in der einen Gilde, dann heile ich. Deswegen ist das meiste hier bei mir lila und die meisten Trades stimmen noch nicht, weil ich die einfach noch verändern muss mit den Transmutationskristallen und da liegt die Priorität aber auf meinem DD-Gear, weil ich dann noch sehr, sehr viel Stäbe, Bögen und Rüstungsteile verändern muss und natürlich auch Dolche, Äxte etc. Und das wird erst zuerst gemacht und danach dann erst das Heiler-Gear und die Steine zu farmen dauert halt auch eine Weile, von daher da sind hier so 5 Sachen dabei, glaube ich, die ich noch verändern müsste. In jedem Fall sind das hier meine aktuellen Stats. Das ist eigentlich ganz ordentlich mit 37k Marker, 5 Punkte Leben. Für mich persönlich reichen 17k, für euch vielleicht nicht. Das heißt also, ihr wollt vielleicht ein paar mehr Punkte in Leben stecken. Liegt an euch. Wir nehmen jetzt hier das neue DLC Barfoot aus der Kaiserstadt. Das gibt uns mehr Leben und mehr Marker gegenüber dem kräftigen Gebäude Hexenmutter. Das hier gibt uns halt etwa 200 weniger Leben und Magicka. Entsprechend kriegen wir bessere Stats mit dem neuen hier hin. Das ist aber sehr, sehr teuer. Für die Selbstherstellung braucht ihr perfekten Drogen. Ich glaube Frostmerian. Also kostet es halt auch viel in der Eigenherstellung. Deswegen könnt ihr natürlich dann auch Hexenmutter benutzen, wenn euch die Stats nicht ganz so wichtig sind. Und ja, so viel dazu. Rassentechnisch, welche Rasse empfehle ich? Persönlich würde ich euch empfehlen. Nehmt einen Agonia. Ist die beste Rasse als Heiler, die ihr nehmen könnt. Ich habe jetzt hier den Marker-Templar, weil ich den halt auch dann mal als DD spielen möchte, ne, weil ich dann nicht zwei Marker-Templar haben möchte, sondern weil ich bei dem hier dann einfach wechseln, also die Möglichkeit haben möchte zu wechseln. Mir fehlen einfach Charakterplätze, die ich, wo ich mir jetzt zwar noch einen kaufen könnte, aber dann muss ich den Charakter extra mal wieder hochleveln und für das bisschen, was ich heile, würde sich für meiner Meinung nach ein extra Agonia nicht lohnen. Der Agonia deswegen, weil er standardmäßig mehr Leben hat. Also ich müsste jetzt zum Beispiel beim Agonia gar nichts reinstecken und hätte noch ein kleines bisschen mehr Leben. Etwas weniger Maika, aber dadurch, dass ich die Punkte in Leben nicht reinstecken muss beim Agonia, komme ich dann trotzdem doch etwas näher ran. Zusätzlich hat der Agonia aber auch mehr gewirkt und erhaltene Heilung und vor allen Dingen die Trankpassive ist genial. Wenn ihr einen Trank nehmt, dann stellt ihr Ressourcen wieder her. Und zwar Ausdauer, Leben und Marika. Das ist, als würdet ihr einen Tri-Set Potion benutzen. Ne? Also einen Trank nutzen, der alles wiederherstellt. Und das ist in Inhalten, wo ihr viel blocken müsst. Als Beispiel, Montagegeneral, Hallen der Fertigung. Ist das genial. Das ist wirklich, wirklich toll. Aber ihr könnt natürlich auch als Hochelfe und als Bretone heilen, das macht sehr, sehr wenig. Ja, das macht dann dahingehend dann doch nicht so viel Unterschied, dass ihr damit gar nicht heilen könnt. Der Agonia ist halt die Rasse, die ich empfehle, aber die anderen beiden funktionieren genauso. Stat-technisch. Wie ihr sehen könnt, sind wir nur bei 1,4k Magie-Schaden, aber 2,5k weg. Euer lieber Sinaxo ist da hinten auch gerade am probieren. Mal sehen, ob er mich nicht entdeckt. Set-technisch
sieht das eben so aus. Wenn ich dann einen Magietrank schlucke, sind über 1,7, also 1750. Je nachdem, was für eine Verzauberung ihr nehmt, kann man das nochmal so um etwa 1k erhöhen mit allen Buffs aktiv. 2,8k Magika Rec hier eben auf der Leiste mit Purge. Wenn ich Purge runternehme, bin ich bei 2,7, 1,6, 6,1. Wenn wir noch Zauberer dabei haben, die dann uns eben kleineren Intellekt geben, dann kommen wir da auch über 2,8k. So viel dazu. Schauen wir uns das Gear an. Es gibt ein Grundset, das alle nutzen sollten. Und dieses Grundset ist eben Magiekraftheilung. Magiekraftheilung gibt euch 2 Max-Magiker Magieschaden. Und wenn ihr Verbündete heilt, die mehr als 50% Leben haben, kriegen sie eben mehr Waffen Magieschaden. Bestes Set ever, kriegt ihr aus dem Weißgoldturm, holt es euch. Ihr seht, ich habe jetzt hier Tri-Stat-Glyphen drauf, und zwar auf den großen Teilen, weil das uns da das meiste gibt. Das gibt uns mehr Ausdauer, wichtig fürs Blocken, mehr Leben und mehr Magicka. Ich würde nicht mehr ohne spielen, weil ihr braucht wirklich die Ausdauer. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und vor allen Dingen müsst ihr auch euer Leben etwas pushen, wenn ihr sowas wie das kräftige Bräu der Hexenmutter oder das Zitronenfilet benutzt. Idealerweise habt ihr erfüllt auf den großen Teilen, um das meiste aus den Glyphen rauszuholen. Ich habe es jetzt leider 2x göttlich, das ist ein bisschen problematisch. Deswegen müsste ich die dann halt auch retraden. Und wenn ich das Ganze auf göttlich, also auf Gold hätte, dann würden auch nochmal mein Leben nochmal ein gutes Stück hochgehen und meine Max-Marika auch nochmal ein kleines bisschen. Allerdings habe ich hier 2 Teile erfüllt, ne, auf den kleinen Teilen. Von daher müssten die auch nochmal retraded werden. So, wir kombinieren das Magiekraftheilungsset mit einem von 4 anderen Sets. Und zwar, diese Sets gibt es, lass mir kurz überlegen, fast alle mit Schmuck. Die ich nennen werde, gibt es alle mit Schmuck. Und zwar, gehen wir jetzt hier mal einfach auf Item Browser. So, zu Druckspack komme ich gleich. Wir nehmen einmal unfehlbare Magierin, also das unfehlbare Äther-Set. Dieses Set, das benutzen wir in 2 Kämpfen. Und zwar im ätherischen Archiv bei den beiden Atronachen, beim Gewitter-Atronachen und beim Grundstein-Atronachen. Der Grund ist ganz simpel. Diese beiden Atronachen können nicht beeinflusst werden von Verwirrung. Das ist der Statuseffekt, der durch Schockschaden verursacht wird. Das heißt also, wenn wir trotzdem kleinere Verwundbarkeit, was ein Zweiteffekt ist von der Verwirrung, wenn wir kleinere Verwundbarkeit hinzufügen möchten, diesen beiden Atronachen, dann brauchen wir dieses Set. Also einer der Heiler muss dann dieses Ding hier tragen. Sehr, sehr, sehr wichtig. Und das reicht eben, wenn einer der Heiler das trägt. Und zwar nur für diese beiden Fights. Das Set, das ich persönlich am meisten trage, ist das. Warte mal, wie heißt das denn nochmal? Das heißt eigentlich Pfleger. Warte mal, heilende Magier, genau, da. Pflegens, heilender Magier. Das ist das Pflegerset. Das gibt uns Magika-Rec, Max-Magika, gewirkte Heilung. Und wenn ihr eine Heilfähigkeit mit Flächenwirkung einsetzt, verringert ihr den Waffenschaden aller Feinde innerhalb von 10 Metern um euch herum. 3 Sekunden lang um 425. Jetzt werdet ihr euch denken, ja, was bringt das denn mit dem Waffenschaden? Zum Beispiel Rakat, der macht doch nur magischen Schaden. Ja, das ist zwar korrekt, aber im PvE, und das haben wir getestet, haben alle Feinde nur Waffenschaden als Status. Also als Stat, ja, als Wert. Die haben keinen Magieschaden. Deswegen, wenn ihr den Waffenschaden reduziert von den Feinden im PvE, machen sie weniger Schaden an euch, und zwar ein gutes Stück. Selbiges gilt für die Schwächungsglyphe. Da gibt es ja eine Glyphe, die 5 Sekunden lang den Waffen- und Magieschaden der Feinde reduziert. Das wirkt eben auch auf Feinde. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass ihr euch das merkt. Das ist zum Beispiel das Set, das ich die meiste Zeit trage. Ihr müsst dafür aber sehr, sehr nah am Feind dran stehen, denn das wirkt eben nur 10 Meter um euch herum. Also müsst ihr wirklich nah am Boss sein. Das andere Set ist das Wurmkult-Set. Das Wurmkult-Set gibt euch Magieschaden, Max-Magika, Magikarek und verringert die Kosten von Magika-Fähigkeiten für euch und 11 weitere Gruppenmitglieder um 4%. Das ist einfach ein total krasses Set. Also, das ist super, das Set. Ich liebe es.
Weil ich halt auch in letzter Zeit doch immer wieder sehr ein bisschen öfter als MyKDD unterwegs bin. Und das hilft nochmal ungemein, diese 4% mehr Kostenreduzierung. Das ist im Grunde, als würdet ihr 7 Teile leichteres zum Tragen, anstatt 5 Teile leicht, ein Mittel und ein Schwer als DD. Das ist toll. Deswegen, einer unserer Heiler trägt immer Wurm, einer Pfleger. Situationsbedingt, wenn ich jetzt zum Beispiel Pfleger nicht effektiv einsetzen kann, zum Beispiel, weil ich dann viel moven muss beim im neuen Raid, bei dem bei der Anstalt Sanktorium, beim vierten Boss in den Hallen der Fertigung zum Beispiel. Oder auch beim dritten Boss in Hallen der Fertigung, weil ich da einfach den Gruppenschaden mehr boosten will, nehme ich das Set Meisterarchitekt. Meisterarchitekt gibt uns Maika, kleinerer schlechter Magieschaden, also die ersten beiden Boni sind mies, der Magieschaden ist okay. Und wenn ihr eine Fähigkeit mit ultimativer Kraft einsetzt, erhaltet ihr und die zwei Verbündeten, die innerhalb von 28 Meter am nächsten an euch stehen, 10 Sekunden lang größerer schlechter, was deren Schaden um 15% erhöht. Das ist total genial. Und da habe ich es einen gerade an. Ne, ich habe gerade Pfleger an. Also nehmen wir einmal Meisterarchitekt rein. So. Da ist es so, dass wir diesen Setbonus nur auf einer Leiste brauchen. Ich habe meinen Kriegshorn immer auf meiner hinteren Leiste, ne? Immer auf meiner Zerstörungsstableiste. Und deswegen habe ich einen einen Blitzstab des Meisterarchitekten ihn geladen mit einer Schocklöwe. Dazu komme ich dann auch nochmal gleich. Und habe den Setbonus nur hier aktiv. Ja, wenn ich wechsle, seht ihr, habe ich nur 4 Teile. Ich habe dafür noch eine, weil mir Regeneration dann fehlt, eine Schattenriss-Schulterpolster mit reingenommen. Das gibt mir nochmal den Rec-Bonus, der mir gegenüber all den anderen Heiler-Sets fehlt. Sehr, sehr praktisch. Und das nutze ich halt situationsbedingt, einfach um nochmal von 2 Leuten den Gruppenschaden zu boosten. Ich sehe dann auch zu, dass ich beim Aktivieren des Horns in der Gruppe drin stehe, damit das auch 2 DDs bekommen. Und nicht neben dem anderen Heiler oder neben dem Tank. Also ihr müsst dann halt auch schauen, dass ihr euch ordentlich platziert. Und das ist gerade in so Fights, wo ihr schnell viel Schaden machen müsst, sehr, sehr toll. Trage ich auch die meiste Zeit in Dungeons, ehrlich gesagt. Weil die einfach so kurz sind, dass die Leute einfach nicht so viel Kostenreduzierung über Wurmkult brauchen und auch Pfleger da nicht so wirklich sinnvoll ist. Von daher nutze ich das da halt auch ganz gerne. So, das sind die Standard-Sets. Wir gehen mal wieder zurück auf den alten Browser. Es gibt auch ein Setup, das ihr auch noch nehmen könnt. Und zwar unterschätzen viele Thrux Pakt. Thrux Pakt gibt euch Magieschaden, sehr gut, gibt euch Leben, auch gut. Magieresistenz, auch nicht verkehrt. Macht euch dann, also der dritte und vierte Bonus machen euch tankiger. Und der fünfte verringert die Abklingzeit der Waffenverzauberung und verstärkt ihren Effekt um 30%. So, jetzt werden euch sich viele denken, warum könnte das denn auf dem Heiler nützlich sein? Nun, zum einen müsst ihr erstmal Magiekraftheilung Schmuck dafür haben. Dann könnt ihr Thrux Pakt Stäbe zum Beispiel tragen und dann eben noch ein Monster-Set-Rüstungsteil, um wieder Regeneration rauszuholen. Dann würdet ihr halt auf den Meisterheilstab etc. verzichten, da das ist nicht so schlimm. Es gibt Glyphen. Da könnt ihr mehr rausholen mit der Waffeneigenschaft erfüllt. Und vor allen Dingen, wenn ihr noch Thrux Pakt dazu tragt, weil diese Glyphe dann noch stärker wird. Wir haben jetzt hier zum Beispiel hier in Erfüllt, Dolch von Alkosch. Verringert die physische Resistenz und die Magieresistenz des Ziels 5 Sekunden lang um 1872. Auf Gold sind das 2100 noch was in Erfüllt. Und mit Thrux Pakt sind das 2740. Nun, wann wollt ihr denn Thrux Pakt tragen? Thrux Pakt wollt ihr dann tragen, wenn euer Tank das auch trägt. Und ihr die gleichen Glyphen benutzt. Immer wieder werde ich halt gefragt, welche Glyphen sind denn sinnvoll? Und diese Zerschmetterer-Glyphe ist natürlich eine der Glyphen, die ihr tragen könnt als Heiler auf eurem Hauptstab. Es ist nur so, wenn ihr einfach einen stinknormalen Stab habt, zum Beispiel in gestärkt, oder meine hat jetzt hier noch ein verkehrtes Trait, der ist noch ein Verteidigen, den würde ich entweder auf erfüllt oder gestärkt retraden mit den Transmutationskristallen. Wenn ihr einfach nur einen normalen Stab habt, dann gebt euch die Glyphe ja nur 2100 Resistenzverringerung. Ja. Das bedeutet dann also folgendes: Wenn euer Tank Thrux Pakt trägt und um 2047 verringern kann und ihr nur um 2100 zum Dreh, dann schreiben sich die Glyphen gegenseitig. Ihr wollt also erzielen, dass diese Zerschmetterer-Glyphe immer bei 2047 ist, wenn sie auf dem Boss ist. Wenn ihr also eine schwächere Glyphe habt und euer Tank benutzt Thrux Pakt, aktiviert die Glyphe und ihr macht einen leichten Angriff mit eurem Stab und aktiviert die Glyphe, überschreibt ihr die vom Tank.
Der vom Tank kann sie zwar öfter aktivieren, aber es ist trotzdem einfach nochmal DPS-Verlust für die Gruppe und das wollt ihr nicht. Also könnt ihr Folgendes machen. Entweder tragt ihr selber Truxpakt, sodass das nie passiert. Oder ihr lasst die Glyphe weg. Eins von beiden. Na, dann müsst ihr eben schauen, dass ihr das ordentlich mit eurer Gruppe koordiniert. Selbiges gilt für die Schwächungsglyphe. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Glyphe, verringert den Waffenmagieschaden des Feindes. Unsere Tanks tragen diese Glyphe immer auf der hinteren Leiste. Na, also vorne Zerschmetterer, hinten Schwächung. Und da ist es eben das Gleiche. Seht zu, dass ihr nicht die Glyphe überschreibt von euren Tanks. Sehr, sehr wichtig. So, das sind die Setups, die ich fürs Heilen quasi empfehlen kann. Truxpakt ist halt das, das die wenigsten benutzen und ist halt auch am wenigsten einen guten Anwendungsbereich findet. Ich habe jetzt hier vorne einen geladenen Stab mit einer Schockschadenglyphe drauf. Es ist halt so, dass eine Schockglyphe eine 20% Chance hat, einen Statuseffekt, den Verwirrt-Statuseffekt hervorzurufen und dann entsprechenden Feind auch kleinere Verwundbarkeit geben für 4 Sekunden. Verwirrte Feinde werden vor allen Dingen auch durch die Blitz, also die Sturmblockade aus dem Gleichgewicht gebracht. Wenn sie aus dem Gleichgewicht gebracht wurden, dann macht Ausnutzer eben nochmal 10% mehr Schaden. Also sie verursachen durch Ausnutzer 10% mehr Schaden und waren es 30 oder sogar 50%? Ich glaube 30%. Schwere Angriffe gegen Feinde, die aus dem Gleichgewicht gebracht worden sind, machen halt nochmal extra Schaden. Ja, das ist auch sehr, sehr wichtig. So. Deswegen habe ich jetzt hier geladen, weil geladen nochmal die Chance erhöht. Und vor allen Dingen wo ist es denn hier? Genau. Erhöht die Chance, eure Feinde zu verbrennen, zu unterkühlen oder sie zu verwirren um 100%, solange ihr einen Zerstörungsstab ausgerüstet habt. Die müsste ich eigentlich auch mal hier alle skillen, um ein bisschen mehr Schaden rauszuholen, aber naja. Mache ich doch jetzt eigentlich gerade mal. Ich war immer ein bisschen sparsam mit Fertigkeitspunkten, weil diese Fertigkeiten dann nicht so wichtig waren. Ist mir dann, habe ich dann irgendwann vergessen. Also, elementare Kraft, ne, erhöht dann eben nochmal die Chance. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Deswegen trage ich jetzt hier einen geladenen Stab vorne. Und den trage ich halt immer, weil mir ein Meisterstab halt da vorne nichts bringt, weil der mir keine Maximalkammer mehr gibt und andere Stäbe, ein Malsturmstab bringt mir jetzt auch nicht wirklich viel, außer dass meine leichten Angriffe dann mehr Schaden machen würden, wenn ich dann eine Blockade lege. Da kann ich halt auch einfach einen stinknormalen geladenen Stab nehmen von einem anderen Set. So. Der Meisterstab gegen den neuen Heilstab des Sanktoriums. Was ist besser? Nun, der Meisterheilstab. Wir schauen uns den Setbonus an. Die erste Heilung von großer Heilung stellt bei jedem betroffenen freundlichen Ziel seine 58 Ausdauer wieder her. Das heißt also, nicht das, sorry, das hier stellt immer wieder Ausdauer wieder her. Jetzt, ihr könnt sehen, ich leuchte grün, ganz kurz. Ne? Also ich habe so eine grüne Aura um mein Torso. Das heißt also, ich stelle Ausdauer wieder her. Das Problem ist, das stellt nur Ausdauer um mich herum wieder her. Ja, nicht um andere Leute. Und das ist dahingehend einfach problematisch, weil es eben so ist, dass wenn die Leute weiter weg sind, das nichts bringt. Außer für mich selber. Und das sind halt auch nur 258 Ausdauer. Das heißt also, der Meisterheilstab ist der Stab, den ihr benutzen möchtet. In den meisten Fällen, wo ihr nah an eurer Gruppe dran stehen könnt. Den anderen Heilstab, den nutze ich in den Situationen, wo ich nicht nah an der Gruppe stehen kann. Zum Beispiel dann eben im neuen Trial. Ja. Im neuen Trial nutze ich den. Warum? Guck uns mal die Kostenreduzierung von dem Stab an. Viele denken, dass er nutzlos sei. Aber wenn ich das hier caste, seht ihr auch hier Zeit oder Segen vollendet. Für 3 Sekunden lang werden die Skills verringert. Kostentechnisch. Also, mein Haus des Lebens liegt bei 3,6. 2,2. Ja, oder 2,3. Ja, das ist eine Menge Kostenersparnis. Zack. 1,8 kostet normalerweise 2,9. Funktioniert vor allen Dingen auch auf die Orbs, ja. Beziehungsweise ich hole mir die Orbs aber mal hier hin. Jetzt kosten die Orbs 2,2, normalerweise kosten sie 3,6. Die Orbs sind nämlich relativ teuer. Ihr seht also,
Ihr könnt sehr, sehr viel Kosten damit sparen, ne? Wenn ihr Kampfgebiet öfter mal benutzt und vor allen Dingen, wenn ihr Kampfgebiet öfter benutzt, erhöht ihr auch den Schaden eurer Gruppe. Sehr, sehr wichtig. Also der Stab hat schon seinen Nutzen. Im neuen Schweil benutze ich weniger Springs und vor allen Dingen stehe ich dann immer wieder ein bisschen weiter von der Gruppe weg. Müsst ihr eben schauen, was ihr dann eben macht. So viel zu den Stäben selbst. Was wollt ihr jetzt hier für einen Trade haben? Ich habe jetzt hier erfüllt und spiele das mit der Waffenmagie Schadenglyphe. Ich kann hier meinen Schaden, meine Grundheilung liegt hier bei 9,4 bei dem Setup. Ich kann das auf 12.700 hochholen. Wenn ich alles aktiviere, wenn ich die Glyphe aktiviere, wenn Magiekraftheilung aktiv ist, kleinere Zauberei, größere Zauberei, dann kann ich das und eine kleinere Pflege. Kann ich ohne größere Pflege, kann ich das den Hauch des Lebens halt um über 3000 verstärken. Das ist schon eine Menge. Erfüllt ist nicht verkehrt. Das ist definitiv ein Trade, das ihr spielen könnt. Vor allen Dingen abhängig davon, welche Verzauberung ihr nutzt und ob die Tanks diese Verzauberung auch nutzen. Der Trade, den die meisten wahrscheinlich nutzen möchten oder werden, ist dann eben gestärkt, weil gestärkt halt direkt die Heilung von euch erhöht. Also die gewirkte Heilung erhöht, also gestärkt und erfüllt sind die beiden Trades, die ich persönlich empfehle für den Heilstab. So, kommen wir jetzt zu Skills. Ich habe jetzt hier Hauch des Lebens, das ist der Hauptskill, den ich nutze. Die energetischen Kugeln habe ich ab und zu hier. Und zwar immer dann, wenn ich Ritual der Vergeltung hier habe. Also Hauch des Lebens ist unser Burst Heal, der heilt halt zwei Ziele, aber halt nur noch 180 Grad vor euch, denkt daran. Wobei, es glaube ich weiß nicht, ob der Bug rausgenommen worden ist, das hat glaube ich mit der kleineren Heilung, mit der 4,7k, hat das glaube ich auch hinter euch noch heilen können, aber es so, war nicht so beabsichtigt. Dann haben wir halt die energetischen Kugeln hier, die Synergie dieses Skills stellt eben Ressourcen wieder her, für eure Kameraden in der Gruppe. Aber der Synergie-Cooldown wird geteilt mit den Speerscherben. Also die können immer nur entweder die Kugel oder die Scherben nehmen. Das ist dann die gleiche Synergie, beide stellen Ressourcen wieder her. Die Scherben allerdings stellen dann auch entsprechend Ausdauer wieder her. Also beide Ressourcen. Ne? Das, was höher ist, wird 3960 Marker wieder hergestellt und entsprechend 980 Marker oder Ausdauer, wenn das niedriger ist. Dann haben wir heilende Quellen. Das ist die große Flächenheilung hier. Selbsterklärend. Dann haben wir Kampfgebet. Gibt uns kleinere Entschlossenheit und kleine Raserei. Und kleinere Behütung. Also erhöht nochmal unsere Resistenzen. Ja. Erhöht nochmal unsere Resistenzen. Und vor allen Dingen erhöht das den ausgeteilten Schaden. Sehr, sehr wichtig. Wir wollen also zusehen, dass wir das zweimal casten während des Fights. Weil diese AOE-Heals gehen immer nur auf 6 Ziele. Und außer im Execute oder wenn viel Schaden reinkommt. Da wollt ihr eben zusehen, dass ihr mehr heilende Quellen legt. Ja. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel im Execute bin und ich muss viel heilende Quellen legen, lege ich Kampfgebiet einmal und wieder heilende Quellen und schaue, dass ich dann eben nach etwa 7 bis 8 Sekunden einmal Kampfgebiet caste und dann wieder heilende Quellen caste. Und immer wenn kleinere Raserei dabei ist auszulaufen, caste ich es einmal, zack. Ich achte quasi hier immer auf meinen Tracker. Ich glaube, diesen Buff könnt ihr inzwischen auch auf der Konsole tracken. Einfach auf dieses Zeichen hier achten. Ne? Und dann sollte das kein Problem sein. So, dann habe ich hier inneres Licht. Ein Skill, den ich nie runternehme, weil der mir mehr Marker gibt und dadurch auch mehr gewirkte Heilung. Sehr, sehr wichtig. Ich persönlich habe jetzt hier die Nova. In einigen Situationen möchtet ihr den Skill, in einigen halt eben ist er nutzlos. Was ihr eigentlich haben möchtet, ist die Barriere. Warum? Barriere bringt euch immer wieder dann doch mal was. Und vor allen Dingen durch die Markerhilfe, auf Rang 2 sind das 10%, da müsst ihr halt eben PvP dafür spielen, werdet das 10% mehr Marker-Regeneration, wenn ihr die Barriere hier ausgerüstet habt. Das gibt euch eben passiv nochmal mehr Regeneration, das ist sehr, sehr, sehr toll. Ultimative Fähigkeit auf der anderen Leiste ist das aggressive Signal. Erhaltet ihr auch aus dem PvP auf Rang 3. Muss auf Rang 4 sein. Dann erhaltet ihr nämlich, wenn ihr es aktiviert, für 30 Sekunden 10% mehr Ressourcen für euch in eure Gruppe. Und 9,5 Sekunden lang 15% mehr Crit-Schaden.
Das ist auch sehr, sehr wichtig, um nochmal Damage zu boosten. Dann habe ich jetzt hier die Stummblockade drin. Selbsterklärend wegen des Gleichgewichtsverlusts, habe ich ja vorhin schon angesprochen. Konzentrierter Fokus für mehr Resistenzen und Ressourcenmanagement. Elementarer Entzug für kleinere Magierraub, Ressourcenmanagement. Scherben habe ich auch schon angesprochen und dann Ritual der Vergeltung. Halt halt auch nochmal in einem Umkreis. Wie ihr sehen könnt, ne, relativ großer Radius. Und macht auch nochmal ein bisschen Schaden. Sehr, sehr schöner Skill. So, was nutze ich jetzt wo? Es gibt Fights, wo ich kein Schild brauche. Da kann ich zum Beispiel mit dem Bar-Setup spielen und kann dann hier immer die Orbs werfen. Ja, von der Leiste. Kann dann weiter heilen. Kampfgebet casten. Ja, ich werfe in der Regel 2 bis 3 Orbs. Fange dann an, wieder Springs zu casten und kleine Raserei. Die Orbs heilen ja zusätzlich auch noch, also reißt dann von euch nicht die Heilung ab. Deswegen empfehle ich persönlich nur die energetischen Kugeln als Morph. Der andere Morph hat halt noch Schaden gemacht, aber das ist der einzig wirklich sinnvolle. Früher war es anders. Früher hat man auch gerne mal die blauen benutzt, weil die entsprechend mehr Magicka wiederhergestellt haben, je mehr Feinde getroffen wurden, aber das wurde ja rausgenommen aus dem Spiel. So spiele ich in einigen Situationen. Manchmal brauche ich ein Schild in einem Raid, dann haue ich den hier hin. Wenn ich das Ritual der Vergeltung nicht brauche, zum Beispiel, ja, ich fällt jetzt direkt kein Fight ein, dann tausche ich das so aus. Manchmal kann ich aber die Orbs nicht gebrauchen, zum Beispiel beim Montagegeneral. Da stehe ich nämlich als Heiler vorne dran, weil ich der mit dem Pflegerset bin. Und die Orbs würden halt direkt in den Boss reinfliegen. Die Orbs kommen also nur von Magic quasi, also von meinem Heilerpartner von oben. Also hole ich mir Heilung raus, indem ich ab und zu das Ritual lege und das zusätzlich nochmal heilt. Die Leute, ne? Alle 2 Sekunden. Also da brauche ich zum Beispiel die Orbs nicht. Da schmeiße ich einfach lieber die Scherben in die Gruppe und dann kann sie dann irgendeiner aufheben. Und das ist effektiver. Ja. In Dungeons ist es halt so, dass ich immer mit einem Zerstörungsstab vorne spiele. Aber mal als Beispiel, auch da beim Montagegeneral wieder, wenn ihr der obere Heiler seid, oben rechts bei der Stack-and-Burn-Taktik, ist halt nicht sichergestellt, dass die Blockade immer trifft. Da braucht ihr das nicht unbedingt. Da könnt ihr stattdessen einen zweiten Heilstab reinnehmen. Ja. Und könnt dann den Skill schnelle Absaugung reinnehmen. Dann braucht ihr das hier zum Beispiel auch nicht. Dann könnt ihr hier die Kugeln reinnehmen. Dann könnt ihr so spielen. Das wäre eine Möglichkeit. Ja. Dann habt ihr auf jeden Fall immer ein Schild. Könnt die Geistabsaugung, also die schnelle Absaugung drauf machen für den kleineren Magicka-Raub, wodurch Leute wieder Leben wiederherstellen, wenn sie angreifen. Und habt ihr die Orbs, Scherben, Ritual und so weiter. Dann habt ihr alles auf der Leiste. So könntet ihr spielen. Wäre eine Möglichkeit. Jo. So viel dann eigentlich dazu. In Dungeons nehme ich ab und zu mal wieder eine Fähigkeit von Zorn der Morgenröte mit. Entweder reiniges Licht, reflektierendes Licht, auch mal ein Execute. Je nachdem, wie gut die Gruppe ist, um Erleuchten zu aktivieren. Was halt eben der Gruppe kleinere Zauberei gibt, also 5% mehr Magieschaden. In der Regel haben wir halt Templar-DDs dabei, die dafür sorgen. Das war es dann aber eigentlich auch so skilltechnisch. CP-technisch. Da habe ich hier 28 in Kriegsherr, weil ich immer wieder ausbrechen muss. Das ist also sehr, sehr wichtig. Aktuell noch 4 in Sprinter ab und zu, um einfach ein bisschen Ausdauer zu sparen, während wir dann versuchen, schnell von Boss zu Boss zu kommen. Braucht ihr nicht unbedingt, aber es ist halt minimal, was an Ausdauer sparen ist. Dann haben wir 75 in Tenazität und 75 in Arcanist. Arcanist ist am wichtigsten. Ich mache gar nicht mal so viele schwere Angriffe auf dem Heiler, deswegen braucht ihr die Punkte nicht unbedingt. Da könnt ihr eigentlich ein bisschen runtergehen und mehr Punkte auf Kriegsherr verteilen. Und vor allen Dingen auf schattenhafter Schutz. Denn ich muss sehr viel blocken als Heiler. Es gibt Situationen, gerade in Hallen der Fertigung, wo ich wirklich viel blocken muss. Und da ist das einfach das Beste überhaupt. Es ist genial. Ich liebe es. Tut auf jeden Fall mindestens die 48 Punkte da rein. Beim Roten Baum. Hoppala. Beim Roten Baum habe ich jetzt hier 66 unangreifbar, 12 Magieschild. 43 Elementarverteidiger, 43 abgehärtet, 66 in dickhäutig. Grund, warum hier so viele Punkte drin sind, ich glaube, Vana macht das zum Beispiel auch so, ist, weil ihr das bis auf 25% hochbringen könnt. Und da lohnt es sich eher, ne, weil wir dann halt die
die sogenannten Diminishing Returns haben. Also je mehr Punkte wir reinstecken, desto weniger haben wir davon. Und wir könnten hier jetzt noch, hätten jetzt noch 34 Punkte reinstecken, würden aber nur 3% dafür im Gegenzug bekommen. Das heißt also, wir haben hier ein kleines bisschen mehr Punkte drin und hier würden wir für die restlichen 57 Punkte, würden wir dann noch 5% rausbekommen. Ne? Also ja, deswegen sind die Punkte bei Rot verteilt und ich komme damit auch sehr gut klar. Bei Blau habt ihr jetzt auch wieder zwei Möglichkeiten. Entweder ihr sagt, ihr geht voll auf Heilung und steckt hier 100 hier rein, 100 hier rein. Dann habt ihr hier 25% und hier 15%. Das ist aber sehr wenig Heilung. Wir treffen gar nicht so häufig kritisch, wie viele denken. Liegt tatsächlich so im Durchschnittsbereich bei 40% über einen gesamten Bossfight von, ja, je nachdem, wie lang der geht. Deswegen, weil ich halt auch immer wieder Dungeons heile und mit Schaden mache, ein wenig, habe ich auch ein paar Punkte in Elementarexperte, Magieerosion und in Thaumaturg. Wie ihr es macht, ist euch überlassen, ne, ob ihr da auf Vollheilung geht oder nicht. Und generell, das möchte ich an der Stelle auch nochmal betonen, wenn ihr ein Bild habt, der funktioniert, dann spielt ihn weiter. Das hier ist nur, wie ich spiele und meine Sichtweise zum Heilen. Es gibt ganz viele Wege, die ans Ziel führen. Es gibt Dinge, die quasi erwiesenermaßen etwas effektiver sind, aber wenn es für euch und eure Gruppe funktioniert, dann bleibt dabei. Lasst euch da von keinem irgendwie was einreden. Ne? Macht es nicht. Ganz, ganz, ganz wichtig, tut das nicht. Deswegen soll es an der Stelle das auch gewesen sein. Ein bisschen länger, ich musste auch mehr erklären. Wollte auch ein paar bestimmte Themen nochmal ein bisschen genauer erklären bezüglich Verzauberung und Waffentrades. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr nichts mehr zu ESE verpassen wollt, ein Abo da lassen. Würde mich sehr darüber freuen. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.